Tom, der Abschleppwagen. Hallo, klein Frank. Wie geht es dir heute? Oh, ich verstehe. Du hast Heuschnupfen und die Frühblüher machen dir zu schaffen. Oh, wow. Schau dir die wunderschönen Gänseblümchen an. Aber ich an deiner Stelle würde da nicht so dicht ranfahren, Frank. Oh, ups. Oh, hallo, Katie. Klein Frank hat gerade an den Gänseblümchen gerochen und ist umgekippt. Du hast recht, Klein Katie. Ich glaube, Klein Frank hat seinen Seitenspiegel abgebrochen. Du hast recht, Katie. Ich denke, Tom, der Abschleppwagen, hat sicher eine Idee, wie wir Klein Frank schnell repariert bekommen. Hallo Tom. Hallo Klein Tom. Klein Frank braucht eure Hilfe. Er ist umgekippt und hat sich den Seitenspiegel gebrochen. Meint ihr, ihr könnt ihm helfen? Großartig. Klein Frank wird sehr erleichtert sein. Keine Sorge, Klein Frank. Tom ist hier, um dich in seine Werkstatt zu bringen und dich zu reparieren. Vielen Dank für deine Hilfe, Klein Katie. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Okay, Tom. Meinst du, Klein Frank braucht einen neuen Seitenspiegel? Okay, großartig. Dann wirk mal deine Magie, Tom. Kann Klein Frank jetzt schon wieder los, Tom? Oh, ich frage mich, was Tom da wohl jetzt vorhat. Oh, wow, Tom. Ist das ein Stoßstangenaufkleber für Klein Frank? Wie nett. Jetzt hast du ein Gänseblümchen, von dem du nicht niesen musst. Okay, Klein Frank. Ich glaube, du kannst wieder nach Hause fahren. Hallo, Klein Katie. Was machst du denn hier? Oh, ein Gänseblümchen für Klein Frank. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Klein Katie. Ich verstehe. Klein Frank, das ist eine Plastikblume. Davon musst du nicht niesen. Na dann, Klein Frank, jetzt hast du schon zwei Gänseblümchen. Vielen Dank, Klein Katie. Heute ist ein Glückstag, Klein Frank. Sei bloß vorsichtig, Klein Katie. Wir wollen nicht noch einen abgebrochenen Spiegel. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Tom. Viel Spaß mit deinem neuen Seitenspiegel, Klein Frank.
Tom der Abschleppwagen. Was ist los, Frank? Hast du ein Problem? Lass uns Tom den Abschleppwagen anrufen. Er wird dir helfen. Tom, dein Freund Frank steckt in Schwierigkeiten. Du musst ihm helfen. Oh, Frank ist nicht hier. Vielleicht da drüben? Schau, Tom, wir haben Frank gefunden. Wir müssen ihm helfen. Wer soll denn sonst in der Stadt löschen, wenn ein Feuer ausbricht? Hallo, Frank. Jetzt wird alles gut. Perfekt. Auf geht's zur Werkstatt. Okay, Tom. Bereit, das Feuerwehrauto zu reparieren? Dann lasst uns anfangen. Als erstes wechseln wir den Stoßfänger vorne aus. Er ist kaputt. Wow! Das sieht toll aus, Frank. Was als nächstes, Tom? Natürlich, Tom. Lass uns die Räder wechseln. Wir brauchen 6 davon. Also, welcher Räderstapel ist der richtige? Ja, natürlich. Hervorragend, Tom. Oh, da ist ein Loch im Wassertank. Wir müssen es reparieren, Tom. Wow, Tom, was ist das? Wirst du das Loch mit dem Schweißgerät schließen? Fantastisch, Tom. Ja, Tom? Hast du noch etwas für uns? Wow, Tom! Wahnsinn! Eine neue Leiter! Ah, du brauchst ein neues Licht, Frank. Tom, kannst du da nicht was machen? Super, Tom. Wir sehen uns, Frank. Und bravo, Tom. Tschüss, Freunde. Mm-hmm.
Hallo, Tao. Ziemlich viel Verkehr, was? Du willst dich schnell durchschlängeln? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Tao, pass auf! Tao, alles in Ordnung? Ich sehe schon. Ich glaube, du solltest besser zu Toms Werkstatt, was? Hallo, Tom. Hallo, Kleintom. Tao hatte einen Unfall und er muss in deine Werkstatt. Kannst du ihn hierher schleppen? Kleintom, du bereitest schon mal die Werkstatt vor, okay? Tao, Tom ist hier. Richtig, Tao braucht erstmal ein neues Rad. Kannst du eines holen, Klein Tom? Es muss ein kleines sein. Welches ist klein, Klein Tom? Das ist richtig. Wie fühlt sich das an? Perfekt. Was kommt als nächstes, Tom? Ah, du willst die Schrammen übermalen. Klein Tom, kannst du Farbe holen, die zu Tao passt? Welche Farbe wirst du brauchen, Klein Tom? Richtig, gelb. Toll gemacht, Leute. War das jetzt alles? Großartig. Vielen Dank für all eure Hilfe, Leute. Und Tao, vergiss nicht immer schön auf deiner Spur zu bleiben, okay? Tschüss zusammen. Hallo, Bobby. Was hast du vor? Du bist auf dem Weg nach Hause? Was ist los, Bobby? Oh nein!
Oh, oh. Das war ein ordentlicher Unfall, Bobby. Bist du in Ordnung? Oh. Ich glaube, du solltest besser Tom den Abschleppwagen rufen, damit er dir helfen kann. Hallo, Tom. Hallo, Kleintom. Wirst du gerade sauber gemacht, Kleintom? Tom, Bobby hat seine Schraube beschädigt und er sitzt am Strand fest. Kannst du ihm helfen? Hervorragend. Was ist los, Tom? Das ist richtig. Bobby hat keine Räder. Du musst dir einen Weg ausdenken, wie du ihn in deine Werkstatt transportiert bekommst. Ist dir etwas eingefallen, Tom? Was denn? Perfekt, Tom. Na dann holen wir Bobby. Tom ist hier, um zu helfen, Bobby. Er wird sich gut um dich kümmern. Wir sehen uns bei Tom, Bobby. Was kommt als erstes, Tom? Natürlich, du musst Bobbys Schiffsschraube reparieren. Oh. Eine neue Schraube. Bobby, du hast jetzt eine neue Schraube. Schau mal, ob sie funktioniert, Bobby. Fantastisch. Ein Brecheisen? Das war's. Tom, vergiss nicht, die Kratzer zu überstreichen. Ja, wir brauchen rote Farbe. Hervorragend. Hast du etwas, um Bobby noch zu verbessern, Tom? Eine Fiberglasschicht für Bobbys Schiffsschraube? Was für eine großartige Idee! Durch die Fiberglasschicht wird sich kein Seegras mehr in deiner Schraube verfangen, Bobby. Gut gemacht, Tom. Dann bringen wir Bobby mal zum Fluss. Tschüss, Tom. Tschüss, Bobby. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen.
Hey Leute, ein toller Tag, um zu angeln, nicht wahr? Mhm. Warum machst du nicht mit, Klein Tom? Oh, du weißt nicht, wie man angelt? Vielleicht kann dein Vater es dir beibringen. Hey, schaut mal! Henry hat einen Fisch am Haken. Wow, das muss ein richtig großer sein. Oh oh. Oh Himmel. Warte, Henry. Wir holen dich da raus. Klein Tom, Henry braucht Hilfe. Kannst du deinen Vater holen? Hallo Tom. Mhm. Klein Tom ist hier, um dich zu sehen. Henry hatte einen Angelunfall. Kannst du ihn in deine Werkstatt schleppen? Vielen Dank, Tom. Er ist unten an der Brücke mit Jeremy. Auf geht's! Keine Sorge, Henry. Tom ist hier, um zu helfen. Gut gemacht, Tom. Dann bringen wir ihn mal in deine Werkstatt. Was ist alles kaputt? Ah, eine zerbrochene Rückscheibe und innen ist alles durchweicht. Kannst du das reparieren? Großartig. Dann mal an die Arbeit. Was kommt als erstes, Tom? Ah, eine neue Rückscheibe. Du siehst schon viel besser aus, Henry. Werden wir jetzt Henrys Innenraum trocknen? Wow, das ist aber eine Menge Wasser. Großartige Idee. Mit dem Ventilator ist Henry in 0, nichts wieder trocken. Noch andere Ideen, Tom? Das ist aber eine viel stärkere Rute, Henry. Damit solltest du Fische jeder Größe herausziehen können. Sieht so aus, als wären wir hier fertig. Was für ein toller Köder, Klein Tom. Er sieht aus wie ein Rennauto. Ist der für Henry? Was meinst du, Henry? Jetzt, wo du repariert bist und trocken, bist du bereit, um weiter zu angeln, Henry? Vielen Dank für eure Hilfe, Leute. Ihr wart großartig. Dann mal zurück ans Wasser. Geht es euch gut, Leute? Toller Fang, Klein Tom. Das machst du super. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Amber. Warum die Eile?
Du bist spät dran für das Weihnachtsprogramm des Krankenhauses? Du und Klein Ember sollt dort singen? Wow, was war das? Oh nein, halt an, Ember! Gut gemacht, Ember. Das war knapp. Komm schon, wir sollten schnell zum Krankenhaus. Alle warten auf dich. Bist du in Ordnung, Ember? Du bittest besser Tom den Abschleppwagen um Hilfe. Hallo, Tom. Hallo, Klein-Tom. Das ist richtig, Klein-Tom. Ein Hammer. Tom, Ember muss schnell repariert werden. Sie ist jetzt schon zu spät und sie muss schnell zum Krankenhaus, denn dort soll sie im Weihnachtsprogramm singen. Kannst du ihr helfen? Großartig. Auf geht's. Tom ist hier, um dir zu helfen, Ember. Hier sind wir auch schon. Du bist in 0, nichts repariert, Ember. Was tun wir als erstes, Tom? Wir schauen mal unter der Motorhaube nach. Embers Motor startet nicht, weil ihr Keilriemen gerissen ist. Genau das brauchen wir, Tom. Einen neuen Keilriemen. Als erstes müssen wir die Schrauben lösen. Dann den Keilriemen austauschen. Wie können wir Ember denn noch helfen, Tom? Ember! Gleich bist du fertig. Vielen Dank, Klein Tom. Das ist aber sehr nett von dir. Was ist das, Tom? Ein Chip, der Embers Gesangsstimme verstärkt? Fantastisch! Was für eine tolle Idee! Sehr schön! Toll gemacht, Tom! Tom, wie sieht's mit Embers Batterie aus? Wir müssen sicher gehen, dass die funktionstüchtig ist. Du bist fertig, Ember. Was ist los, Klein Ember? Du willst nicht singen ohne deine Mutter? Schau, hier kommt Ember. Och, ist das schön. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns!